Jetzt sehr gute Erfahrungspunkte geben. So. Ein Pilz. Was war mal? Ah Gott, ein Pilz. Ich weiß, dass bei mir die Falltaste da unten. Damit öffnet man auch das Inventar. Pilz! Heißt, wenn ich jetzt mal, sag ich mal, auf Rüstung gehe. Ein Krabbeltöter. Sehr hilfreich gegen Insekten und Spinnen. Und hat, wenn man nach rechts geht, die Bomberfähigkeit, trifft alle Gegner. Oh. Das war nicht geplant. Zurück. Ah. Vogel! Vögel! Stirbvögel! Sterbvögel, so. Geht weg! Geht weg! Lasst mich in Ruhe! Sayonara! Jaguar-Ring gefunden! Yay, cool! Neue Fähigkeit! Dadurch kann ich meine Bewegung erhöhen, wenn ich ihn ausgreife. Auch wieder so eine Zorn-Fähigkeit. So. Weiter geht's. Dann haben wir den Raum auch erledigt. Und können nun weitergehen. Müsste eigentlich auch bald beim Boss sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. War jetzt natürlich etwas schneller als in meiner Aufnahme gestern, weil ich jetzt natürlich weiß, wie der Anfang läuft. Weiß noch nicht die ganzen Wege auswendig oder jetzt. Wo jetzt wieder hier Räume jetzt kam, wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Baut es auf so einen Scheiß jetzt da. Aber ich weiß halt so ungefähr, was wo ist. Oh, hier ist noch was. Oh, speichern. Oh, geil. Will überschreiben. So, dann gehen wir mal nach oben und nehmen mal den Fallweg, der uns vorgeschlagen wurde. Yay! Verdammt! Das war der falsche! Geh weg, Mann! Oha, ich habe 7 Zuschauer heute Abend. Was ist denn hier los, Mensch? Was ist denn los? Ist morgen Feiertag, oder? Ja, ist es. Ich habe morgen frei. So, wir nehmen jetzt den da. Das müsste, glaube ich, der richtige sein. Yeah! Die Höhle U3. Ach, diese Stelle. An der... Bei der Stelle weiß ich noch, da habe ich in der Aufnahme Gäste. Ich habe hier irgendwie, was war das? 15 Versuche gebraucht, glaube ich. Weil ich diesen zweiten Scheiß... Block hier immer falsch gesetzt habe. Weiß nicht, warum ich das getan habe. Aber ich habe. Ich weiß nicht, auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber es geht. Frosch, 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 Frosch. Aha. Frosche. Oh wow, immer auf damit, Mann. Oh. Kann ich den nochmal nehmen? Ja, geil. Auf Wiederschau. So. Schlüssel benutzt. Okay, bevor jetzt hier gleich der Boss kommt, mal eben kurz die Tasche benutzen. Beim Heilen. Kraftsaft nehmen. Stärke plus 3. Nochmal Stärke plus 3. Und sortieren. So. Oh nein! Oh nein, ich werde erbeben! Nein! Gut. Bis hierhin hat noch niemand vorgedrungen. Was? Nee, ist doch niemand vorgedrungen. So. Ja, das ist echt ein sehr... Das ist wirklich ein geiler Klassiker, muss ich auch sagen. Geh lieber nach Hause, bevor du dich was? Ernsthaft verletzt? Dein Erdbeben macht mir nichts, Mann. Geh nach Hause, Alter. Bist du für das Erdbeben verantwortlich? Mir war hier so furchtbar langweilig. Ich dachte, wenn ich die Erde beben lasse, wird jemand kommen. Deine Erdbeben stören uns, also lass es sein. Vielleicht, wenn du mich besiegen kannst, aber das glaube ich nicht. Ja, oh doch, ich schon. Okay, jetzt muss ich überlegen, wie war nochmal seine...
So, wie war nochmal seine, seine... Wie hat er angegriffen? So. 29. Er greift normal an. Und dann macht er, glaube ich, 22 Schaden an beim... Genau, er macht 22 Schaden. Ich rechne mal mit 25. Heißt, ich mache jetzt erstmal so weiter, bis er, bis ich weniger als 25 KP habe. Also jetzt. Dann nehme ich ein Kraftwasser, dann bin ich wieder, habe ich wieder mehr Leben. Dann kann mir sein Wertbeben auch nichts haben. So. Das war natürlich sehr Kraftwasser verbrauchend, aber egal. Ich habe, glaube ich, auch 6 Versuche gebraucht, bis ich immer gerafft habe, wie der zickt, der Typ. So. Alter, 16 Damage macht der. Penner. Geh weg. Aua. 21, also... Kraftwasser. Oh, 31 sogar diesmal geheilt, wow. Dafür auch einen mehr Schaden gemacht, der Arsch. Egal. Bam. Mann, wie viel Leben hat denn der? Kraftwasser. Mega Beben. Oh, aua. 24 Leben noch. 28 KP, also einen Angriff kann ich noch aushalten. Yeah! Er hält 500 Erfahrungspunkte. Ich weiß, Daniel, dass er so einen Zauber lernen kann. Hab ich, wie gesagt, habe ich gestern in der Aufnahme auch schon gehabt. 500 Goldmünzen. Kalle wurde aufgestuft. KP um 6. Mana-Punkt um 2. Bewegung um 2. Intelligenz um 3. Magischer Angriff um 3. Und ich habe 1319. Utsch, aufhören. Ich gebe auf. Es wird keine RP mehr geben. Versprochen. Ich werde im See mal eine Runde schlafen. Das wird mir gut tun. Auf Wiedersehen. Und wir gehen wieder zurück. Und haben nun das Erdbeben beendet. Und den nächsten Dungeon abgeschlossen damit. Ah, ich Vollidiot. Egal, komm hier. Einmal geht noch. Mal im Speichern. So. Überschreiben. Yeah. So, wie war nochmal der Weg zurück? Ich glaube hier, ne? Nein, ich Idiot. Das ist mir gestern auch passiert. Oh, diesmal vorsichtig. Mich hier raus. Ich will das nochmal machen. Geht nicht, verdammt. Ich will wieder raus. So Langeweile, Kadios. Tarika. Ich dachte, du wärst unterwegs zur Seehöhle. Ich war schon dort. Habt ihr euch getroffen? Getroffen? Wen soll ich getroffen haben? Eine junge Frau hat nach dir gesucht. Ich habe ihr gesagt, du bist zur Seehöhle gegangen. Sei es eine junge Frau? Hat sie ihren Namen gesagt? Nein, aber sie war sehr hübsch. Oh, ich ahne fürchterliches. Ahne sehr fürchterliches. Aber erstmal gehen wir schlafen. Mit 10 Goldmünzen? Oha, im eigenen Dorf kann ich nicht so schlafen, wie ich will. Dreist. Aber gut, egal. So, Shop. Was will ich denn? Ich will verkaufen meinen... die beiden Degen und das Waschbrett. Dann will ich kaufen eine neue Waffe. Dafür wird der Mut weniger, was auch immer Mut bedeutet, aber ich habe mehr Angriff um einen, aber ich habe es. Obwohl, nee, da habe ich keine besondere Fähigkeit mehr. Nee, dann nicht, dann will ich es nicht. Aber Rüstung, hier. Ich kaufe mir ein Kleid. Nein, eine Lederweste, die macht, ja, nehmen wir die Lederweste. Und dann verkaufen wir den Leinenmantel. So.
Und dann gehen wir nochmal in den Zauberladen, mal nochmal ein paar Zauber holen. Der war hier unten, glaube ich. Wir kommen mit dem Zauber auf den Zauberladen. Zauber. Ich will stark lernen. Ich will Funke lernen. Kein Zauber für mich. Verdammt. Tropfen. Yeah. Serum. Narkose kostet 1000. Mehr geht nicht. Willkommen zurück, Paul. So. Und weg. Schieß und weg. Und dann gehen wir mal schnell gucken, wer das war. In dieser Höhle, wo wir waren. Oh, den ganzen Weg nochmal hier. Uiuiui. Ui, ui. So. Jetzt aber. Lass mich halt mal in Ruhe. Ich suche jemanden. Aber ich glaube, die war woanders. Ich glaube, die war hier unten. Heißt mal den betäuben. Den betäuben und weitergehen. Ah! Oh, Tier. Kalle! Nein, ich will jetzt mal zaubern und zwar... Was macht Serum? Wirksames Gegengift. Tropfen, kleine Wassertropfen fallen auf die Gegner. Stark füllt einige KP auf. Also bringt meine Zauber mir einfach mal irgendwie gar nichts. Dann mach ich lieber Bomber, ganz ehrlich. Und jetzt ziehen wir erstmal ein bisschen KP ab. War auch nicht so schlimm. Nochmal. Und auf Wiedersehen. Jetzt Erfahrungspunkte 100 Gold. Und tschüss. Hallo. Tia, was machst du denn hier? Ich fühlte mich so einsam. Dann geh ins Bett. Ich hatte Angst, du würdest fortgehen. Das tust du doch nicht, oder? Oh nein, bitte nicht. Doch. Aber warum nur? Erinnerst du dich nicht? Dich noch an die rote Lichtkugel, die an nach Norden flog? Ja. Dieses Licht birgt eine Macht, die die Welt zerstören könnte. So hat man es mir erzählt. Die Welt zerstören? Das kann ich nicht glauben. Es ist aber so, die Monster haben bereits damit angefangen, Menschen anzugreifen. Und warum musst ausgerechnet du gehen? Weil ich die Kraft habe, das Böse zu besiegen. Du bist zwar stärker, als man denken mag, aber... Ist es dir denn nicht auch aufgefallen? Was denn? Seit meiner Kindheit kann ich perfekt mit dem Schwert umgehen. Ohne diese Kunst, sie erlernt zu haben. Das ist doch seltsam. Warum also kann ich es? Wozu habe ich dieses Talent? Muss es einfach herausfinden. Also wirst du wirklich gehen, Kalle? Ich werde bleiben. Das stimmt nicht. Warum? Wir werden zusammen gehen. Was? Nein! Unmöglich! Ich kann dich nicht mitnehmen. Tia! Hey, ich führe einen Waffenladen und weiß, wie man mit dem Schwert umgeht. Wartet hier, lauf hier nicht so herum, es ist sehr gefährlich. Also... Ihr habt echt Langeweile bei euch im Chatter, ne? Muss ich mal kurz damit einbringen, sorry. Weiß ich auch. Oh, Tia! Hashtag YOLO. bist du verrückt? Danke, Kalle. Es tut mir so leid. Ich... Ist schon gut hier. Wir werden zusammen gehen. Einverstanden. Tia schließt sich an. Und dann haben wir ein Team. Tia ist dabei. Jiha. Gehen wir wieder raus hier. So. Gehen wir zurück ins Dorf. Und werden mal für Tia etwas Schönes im Shop kaufen gehen. Weil die brauchen noch was. Waffen. Da, das ist für sie ganz gut, das Kampfmesser. Oder nee, die... Ah, sie brauchen natürlich eine Peitsche. T
Tia nimmt natürlich die Peitsche gleich. Und eine Rüstung. Da, ein Stirnband. Werde ich mir aus einem bestimmten Grund nicht holen. Aber ich werde was verkaufen jetzt. Und zwar die Bratpfanne, die sie dabei hatte. Und dann gehen wir nochmal in den Zauberladen, der immer noch hier unten ist. So, stark. Zauberbereit vorhanden. Zauberbereit vorhanden. Du hast zu wenig GM. Verdammt. Gut, gut. Dann gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Erstmal schlafen. Erstmal gehen wir... Kommt her, wir gehen mal eine Runde schlafen, ja? Komm mit, meine Kleine. Einmal einen Papp rein. Wir schlafen hier mal für 10 Goldmünzen. So, auf Wiedersehen. Dann speichern wir. Wie kann ich die, sichern? Yeah! Und dann wird 2. Level 8 und 7. Ihr habt doch echt keine Hobbys in die Uhrzeit, oder? So. Wo wird's denn hin? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Du solltest nach Lunaria gehen. Dort findet bald eine glanzvolle Krönung statt. Ich würde mir die Krönung gerne anschauen, aber Lunaria ist mir zu weit weg von hier. Cool, eine Krönung. Gehen wir zur Krönung. Ah. Ich weiß. So. Einmal Krabbeltöterbomber. Und die Peitsche hat nämlich einen Flammenfluss. Der 1,5 mal Angreif, 1,5 mal Attacke wirkt gegen feuerempfindliche Gegner. Ich weiß nicht, ob die Feuerempfindlichen haben bis jetzt sowieso keine Zornpunkte. Von daher Funke! Yeah! Oh, sie sind schon tot. So, dann gehen wir mal hier durch. Tempel nach Lunaria. Viel Glück auf eure Reise nach Lunaria. Danke. Und dann gehen wir als erstes mal hier nach unten, weil da ist nämlich auch noch was Schönes. Ein Moskito! So, denn hier... Oh. Geht weg jetzt. So. Wunderwald. Ich bin der Hüter des Waldes. Ihr müsst für das kämpfen, an das... Für das kämpfen, an was ihr glaubt. Tut ihr das? Ja. Verstehe, dann stellt euch vor die Quelle. Es ist der heilige Platz des Kapselmonsters Fumi. Wenn ihr ihn gerecht kämpfen, wenn ihr einen gerechten Kampf führt, dann wird Fumi sich euch gerne anschließen. Fumi ist ein Kapselmonster. Fumi, komm herbei. Fumi! Es ist ein Fumi! Fumi akzeptiert dich. Passt gut auf ihn auf. Er wird dir ein treuer Begleiter sein. Kapselmonster Fumi schließt sich an. Ja, Kadi ist so wunderbar. Gib Fumi einen Namen. Ich hab den perfekten Namen für Fumi. Ich habe nämlich gestern noch einen anderen gehabt, aber jetzt heute. Ich kenne die Kadi. Speichern. Nein, mehr brauche ich nicht wissen. Ich habe ein Kapselmonster. Ein kleines Pokémon an meiner Seite. Was? Attacke Fumi! Fumi-Schlag! Bam, Fumi macht...